eingeladen zu den Sommergesprächen sind wie immer die Chefs und Chefinnen der Parteien, die aktuell im Parlament vertreten sind. Aber dort hineinzukommen, ist gar nicht so einfach. Seit 1945 haben es insgesamt nur 9 verschiedene Parteien in den Nationalrat geschafft. Zuletzt vor 4 Jahren die Neos und das Team Stronach. Aber bei jeder Wahl kämpfen wieder kleine und neue Parteien um den Einzug. Und diesmal könnten überhaupt so viele Listen am Stimmzettel stehen wie noch nie. Vom Ex-Grünen Peter Pilz über den Ex-Stronachmann Robert Luger und den Ex-Freiheitlichen Karl Schnell bis zum Ex-Benzinbruder Roland Thüringer. Aber die einen müssen dafür nur 3 Unterschriften sammeln, die anderen 2600. Was haben ein Kabarettist, EU-Gegner, überzeugte Christen und Kommunisten gemeinsam? Sie gehören zu jenen, die gerade Unterstützungserklärungen sammeln, um am 15. Oktober am Stimmzettel stehen zu können. Nach dem Zerwürfnis mit ihrer Mutterpartei machen die jungen Grünen nun mit der KPÖ unter dem Namen KPÖ Plus gemeinsame Sache. Inhaltlich setzt man auf einen breiten Themenmix. Da geht es um Wohnen, da geht es um Arbeit, da geht es um Soziales. Und das sind ganz klar Themen, die wir auch in den Mittelpunkt stellen werden. Ob es darum geht, dass ich mir meine Miete noch leisten kann, ob es darum geht, dass ich meine Heizkosten zahlen kann, dass ich einen Job habe, der sicher ist und wo ich nicht alle paar Jahre Angst habe, den zu verlieren. Das sind Themen, die werden wir in den Mittelpunkt stellen und daran wollen wir gemeinsam arbeiten. Und die Antwort auf diese Probleme ist der Kommunismus? Ich glaube, die Antwort auf die Probleme, die die Menschen haben, ist zuhören, miteinander reden und gemeinsam vor Ort anpacken. Auf ein inhaltliches Wahlprogramm verzichtet Roland Thüringer. Der Kabarettist steht mit seiner Liste Gilt für direkte Demokratie. Vor jeder Abstimmung im Parlament sollen Bürger über das Internet entscheiden. Thüringer selbst möchte nicht ins Parlament. Er stelle nur ein Angebot. Wenn es angenommen wird, ist es okay, wenn nicht, ist es auch nicht tragisch. Mein Leben wird nicht besser oder schlechter. Also es geht nicht darum, dass der Herr Thüringer jetzt ins Parlament geht oder dass ich jetzt eine Politikerkarriere starte, überhaupt nicht. Sondern weil ich genau weiß, wenn man in diesem Spielpolitik, in dieser Inszenierungpolitik mitmachen will, in irgendeiner Art und Weise, dann hat man eigentlich als Mann oder Frau von der Straße gar keine Chance. Du brauchst einfach irgendein deppertes Gesicht, was man kennt. Und ich bin in dem Fall das depperte Gesicht, was man kennt. Ein ähnliches Konzept vertritt die Liste Die Weißen. Mittels Handy-App sollen Bürger über Gesetzesentwürfe abstimmen können. Auch dieses Mal antreten will die CPÖ, die christliche Partei. Das Potenzial sieht man vor allem bei Nichtwählern. Es ist für uns auch wichtig, dass wir das christliche Erbe erhalten, denn das ist auch sehr gefährdet derzeit. Dass die Kreuze in den Schulen bleiben, an den öffentlichen Plätzen bleiben, dass auch die Sonntagruhe nicht der Wirtschaft geopfert wird, dass die christlichen Feiertage erhalten bleiben. Bisher öffentlich kaum in Erscheinung getreten ist die Liste Freie Heimatliche Bewegung. Auf ihrer Facebook-Seite fordert sie etwa einen strikten Einwanderungsstopp sowie den EU-Austritt. Das will auch die Liste EU aus. Heute Vormittag in Wien-Kagran scheint das bei manchen gut anzukommen. Ausstimmen die Neger. Ja. Was soll ich da schreiben? Ich darf Ihnen das zeigen. Ja, bei mir können Sie. Grüße, ich bin der Chef. Wir fühlen schon Neger. Schon Neger. Die Neger kommen nach Afrika, die Türken, die Türkei, die Jugend nach Jugoslawien und da sind die Österreicher und die Deutsche. Ja, wir sind die Österreicher da. Für Österreicher da sein also. Das heißt konkret: Wir stehen für Zuwanderungsstopp, Grenzschutz, Neutralität und den EU-Austritt. Das hängt alles sehr eng miteinander zusammen. Der Stimmzettel könnte aber noch länger werden. Unterstützungserklärungen sammelt auch die Männerpartei. Sie sehen Männer diskriminiert und wollen dagegen angehen. Dieser Neopolitiker trat bisher vor allem als besorgter Anrainer und Mieter auf. Gerhard Kuchter, der Parteivorstand der Demokratischen Alternative, fordert etwa eine umfassende Verfassungs- und Verwaltungsreform und verbindliche Wahlversprechen. Ebenfalls antreten will die von vorwiegend türkischen Migranten gegründete Neue Bewegung für die Zukunft. Im Parteiprogramm fordert man etwa die Verkürzung der Arbeitszeit und ein Grundeinkommen. Leichter haben es die Listen vom ehemaligen Grünen Peter Pilz und vom ehemaligen Blauen Karl Schnell. Sie haben jeweils die Unterstützung von 3 Nationalratsabgeordneten und werden somit fix am Wahlzettel stehen. Unklar ist noch, ob Robert Luger vom Team Stronach ebenfalls mit einer eigenen Liste antreten wird. Für die ZIP2 war er heute nicht zu erreichen.